Baron von Münchhausen. Er ist aus meinem Stamme. Auch ein kühner Abenteurer. Die Kraft, die ihn emportrug zu den Sternen, ist die Fantasie. Und auch das ist nach meinem Geschmack. Baron von Münchhausen fühlt sich geehrt. Und das deshalb, meine Freunde, weil es ihm vergönnt ist, seinen Pokal zu erheben auf das Wohl unseres Gastes, des ersten Mondmenschen. Die gute alte Erde. Muss man ihr nicht das Recht zubilligen, sich über unsere erstaunliche Entdeckung mitzufreuen? Ich werde mich dorthin begeben. Ohne Zögern. Ich reise noch heute ab. Und den Mondmenschen nehme ich kurz entschlossen mit. Ihr seid zu einer Zeit gekommen, da sich entscheidende Veränderungen vollziehen. Bisher gehörte der Mond nur uns, den Dichtern, den Träumern, den Männern kühnen Geistes, verwegen Abenteurern in weißen Perücken, den Phantasten vergangener Jahrhunderte. Und er gehört auch jenen, die auf den Seiten moderner Romane in seltsamen Helmen wandeln und immer natürlich den Verliebten. Ihnen gehört der Mond vor allem.